So, herzlich willkommen. Da haben wir. Wie lädt das? Ist egal. Wir gucken uns mal an, später wieder an, wie auflädt. Ach, da. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise... Warum hat aufgehört? Ich hab noch einen. Und geschafft. Zack. Ich glaube, es funktioniert. Schöne Scheiße. Die Anlage. Aufgepasst. Schaut regelmäßig bei der Fabrikation Nora vorbei. Und vergesst nicht, aktiviert Fähigkeiten, um die Waffe zu verbessern. Riesig. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Das Herz des Vavilov-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Mein Gott. Seid ihr denn? Kein Strom. Ich gehe stark davon aus, ja okay, der lädt sich selber auf. Was ist passiert? Da ist scheiße viel Blut. Was geht ab, Bauer? Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh shit. Oh shit. Oh nein! Halt die Fresse! Shit! Shit! Oh, das war ein Dropkick! Shit, 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 shit! Nein! Ich kann nicht mehr. Ab in den Aufzug. Schöne Waffe. Fehlfunktion des automatischen Schaltsystems. Kritischer Fehler definiert.
Wow, 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 wow. Ich höre noch irgendwo eine. Ich höre noch eine. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin fast gestorben. Oh shit. Oh, fuck, ich habe keine andere Chance. Gut. Nein, habe ich keine. Und hat mich weggeboxt, oha. Ist, ja. Helikopter. Das liegt sehr lange irgendwie auf. Dann gebe ich mir noch ein bisschen Essen. Sicher, sicher. Bitte Vorgang auswählen. Ich brauche einen. Verdammt, ich habe nicht genug Ressourcen, ne? Und im Besitz. Beschleunigung des Aufladens des Spezialangriffs, erhöhte Energiebono, schaltet Kartuschen auf. Wenn sie die Gegner berührt. Waffen. Verwende Energiewaffen, Schuss und Nahkampf mit Bedacht und deine Ressourcen, ja. Ich stark davon aus, ich muss hier runter. Jo, 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 jo. Haben das jetzt alle? Wie komme ich denn da hoch? Ich müsste wieder runter, ne? Mich wieder. Wo lande ich denn dann? Gar kein Bock dahin. Nein, ich bin runtergefallen!
glaube, ich muss sowieso hier. Ist das eine Scheiße? Und zum Abschied sage ich leise Scheiße. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Oh mein Gott. Ich werde hier sowas von sterben. Oh shit. Ah. Die Scheiße nicht gesehen und den Bohr da hinten nicht. Bitte nicht ganz weit weg. Was zum... Was bist du denn? Ich möchte das aber haben. Ich möchte das auf jeden Fall haben. Das ist eigentlich... Kommt der hier hoch? Junge, ist das daneben? Wo ist dein scheiß Knopf? Da ist nichts Gutes drin. Hey. Ist dein Ernst jetzt? Ich bin nicht tatsächlich nicht stecken geblieben, oder? Na! Komm schon, du bist doch ein Major. Komm schon. Wohin rennst du denn? Ah, ich habe nichts gesagt. Thank you.
Warum klappt das nicht? Das müsste doch hier noch klappen, Alter. Das sind doch extra markierte... Ich habe dein Like gespielt. Zack. Einmal hier, einmal da. Irgendeinen Lauf bekommen. Es hat sich voll gelohnt, hier hinzugehen. Zack. Ist tot. Ich weiß nicht, ob es macht es einen riesen Unterschied, wo ich die treffe. Wo ist der Helikopter? Geronimo! Es tut mir leid. Ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. You have no head mehr. Es ist tatsächlich Petrov. Ach du Scheiße, was ist passiert? Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt, sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe. Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Scheiße. Scheiße!
Nicht dein fucking Ernst, willst du mich verarschen hier? Danke. Ich gehe stark davon aus, dass es alles in diesen Baum da reingeht, ne? Ja. Reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, 4 Sockel, 4 Behälter. Okay. Jetzt auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber den Rest werden wir auf jeden Fall in der nächsten. Was zum. Vielleicht auch nicht. Warte. Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier so lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Oh mein. Ja, wir werden es auf jeden Fall bei diesem Anblick. Ah, perfekt, ein Safe House. Ja. Speichern wir mal einmal. Und den Rest werden wir auf jeden Fall nächstes Mal machen.